Kind. Na gut, dann gehe ich halt arbeiten. Ach, du spinnst doch. Du bist schwanger, du kannst nicht arbeiten. Wie soll ich das nur Christoph erklären? Ikarus tot, 200.000 Mark futsch. Und ich Trottel weiß noch nicht mal, wie es passiert ist. Vielleicht weißt du wirklich noch nicht, was es bedeutet, einen Menschen zu lieben. Natürlich kann ich lieben, Arne. Ich bin eine Frau. Und ich liebe die Liebe. Davon spreche ich nicht. Ich aber. Ich fand es wunderschön. Ich habe dich gefragt, was du für mich empfindest, nicht wie es im Bett war. Wir waren doch gar nicht im Bett. Bitte beantworte meine Frage. Ich kann meine Gefühle vielleicht nicht so zeigen wie du, aber das heißt noch lange nicht, dass ich keine habe. Liebst du eigentlich überhaupt jemanden außer dir selbst? Was für eine Frage. Natürlich liebe ich. Und wen liebst du? Meine Familie zum Beispiel. Die liebe ich sogar sehr. Deinen Mann natürlich auch. Selbstverständlich liebe ich meinen Mann. Und warum schläfst du dann mit mir? Weil ich dich will, Anna. Und weil du mich willst. Anna. Komm, lass uns doch jetzt nicht alles zerreden, sondern einfach aneinander genießen, so wie wir es eben getan haben. Zwischen uns ist das so viel mehr. Wenn du einmal mit deiner Show aufhören würdest, ein einziges Mal ein ehrliches, offenes Wort, Clarissa. Ich find's sehr schön mit dir. Das meine ich sehr ehrlich. Nein, Clarissa. Du spielst immer weiter. Und ich, Idiot, hatte gehofft, wir wären uns endlich nach so langer Zeit näher gekommen. Näher, als wir uns gerade waren, das geht doch gar nicht. Du bist kalt, Clarissa. Eiskalt. Ich friere jetzt bis auf die Knochen. Oh, Florian, könntest du dir bitte mal meinen Wecker anschauen? Wie muss das jetzt sein? Geht's vielleicht auch ein bisschen freundlicher? Ach, habt ihr gerade wieder mal Streit, ihr zwei? Ja, das sieht man doch. Kann ich helfen? Ich will mir wieder Vorschriften machen. Das nervt einfach. Ach, jetzt spinn doch nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass ich es nicht gut finde, wenn du einen Job suchst. Du wolltest es mir verbieten, gib's doch zu. Ich hab nur gemeint, dass es nicht das Beste wäre in ihrem Zustand. Ach, ich krieg gleich Zustände. Ich bin nur schwanger, sonst nichts. Moment mal, ihr Strahltäne. Worum geht's denn nun wirklich? Warum willst du denn plötzlich einen Job haben, Mama? Hm? Ich brauch Geld. Ich hab keine Lust, wegen jedem Pfennig betteln zu müssen. Wir können nicht ins Kino, nicht ins Konzert, wir können einfach nichts machen. Oh, und das kann ich verstehen. Wenn ich allein schon an die Aktion heute Abend denke. Das Konzert läuft schon und wir sitzen hier. Ach, wie willst du das überhaupt schaffen? Schule und dann noch ein Job. Mach mal halblang, Florian. Du musst ja nicht gleich einen Vollzeitjob annehmen. Sie kann ja auch stundenweise arbeiten. Ich find's einfach bescheuert. Du, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, Florian. An was hattest du denn gedacht, Anna? Ich weiß noch nicht. Irgendwas. Hauptsache, ich kriege ein bisschen Geld zusammen. Na. Ach, Mensch, der Wecker. Deswegen bin ich eigentlich gekommen. Oh, Florian. Kannst du nicht doch mal gucken? Bitte. Und sei nicht so. Na, gib schon her. Warum hast du mir denn nicht erzählt, dass du eine Kreuzfahrt mit Max machst? Ich wusste es doch selber nicht. Ach, wie kommt das jetzt so plötzlich? Ach, weißt du, Sophie, ich habe mir schon lange so eine Reise gewünscht.
Naja, und wie das so ist mit den Träumen, eines Tages werden sie plötzlich wahr. Und zwar gerade dann, wenn du es am wenigsten erwartet hast. Mit meinen Träumen sieht es leider anders aus. Du träumst noch nicht lange genug. Bloß nicht aufgeben. Außerdem habe ich mir wirklich so eine Reise verdient. Ich war schon ewig nicht mehr im Urlaub. Na, da bist du ja selbst schuld. Ja, aber die Kneipe? Ich kann doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen und wegfahren. Ach, und jetzt kannst du das? Ja, jetzt habe ich ja eine Vertretung. Du denkst doch nicht zufällig an mich? Zufällig doch. Aha. Und du meinst, die Kneipe steht noch, wenn du wiederkommst? Da bin ich ganz sicher. Du schaffst das schon. Ach, hier bist du. Ich hätte schon fast eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Wollte nicht stören. Spät geworden gestern. Etwas hochprozentig. So. Dachte, ich dich aufwecke. Seit wann bist du denn so rücksichtsvoll? Morgen. Morgen. Kann ich irgendwas helfen? Ja, gern. Könntest schon mal die Orangen auspressen. Und ach, leg doch die Brötchen auf den Toaster. Mach ich. Ach, übrigens, wird vielleicht ein Babysitter-Job für dich. Ich habe gestern Abend gar nicht dran gedacht, aber eine Kollegin von mir sucht jemanden. Na, wäre das nichts? Naja. Du, das wird nicht schlecht bezahlt. Der Kleine ist so ein Jahr, soll ein munteres Kerlchen sein. Den schreit er ja bestimmt die ganze Zeit. Den kriegst du schon ruhig. Meinen Sie? No. Was bleibt dir schon anderes übrig? Du musst es doch lernen für dein eigenes Baby. Wie soll dieser Pferdetausch denn um Gottes Willen funktionieren? Indiana und Icarus gleichen sich doch bis aufs Haar. Du hast mir gesagt, das seien zwei völlig verschiedene Pferde. Ja, in ihrer Leistung, aber äußerlich doch nicht. Die paar kleinen Unterschiede, die merkt niemand. Im Pferdepass steht jedes Detail. Jetzt hören wir mal gut zu, Ihnen. Icarus, Schulterhöhe 1,70, hat Indiana auch. Braun, weißer Stern auf der Stirn und so weiter. In allen wesentlichen Punkten die totale Übereinstimmung. Und wenn es der Käufer trotzdem merkt? Wie denn? Dazu müsste er schon ein echter Fachmann sein. Und das ist Herr Kajimoto mit Sicherheit nicht. Woher willst du das denn wissen? Ich kenne ihn. Er hat schon bei meinem Vater gekauft. Er sammelt Pferde wie andere Gemälde. Und er lässt seine Pferde auch nie an Rennen teilnehmen, weil er Angst hat, sie könnten sich verletzen. Du meinst also, er merkt nichts? Es kann wirklich nichts schiefgehen, Henning. Ich weiß nicht. Ganz wohl ist mir nicht bei der Sache. Christoph wird doch sofort diesen Japaner anrufen. Wir sagen ihm ganz einfach, er hat eine lange Reise angetreten. Also gut. Wir ziehen das durch. Venedig, Athen, Alexandria, Neapel. Mein Gott, wie lange wollte ich da überall schon mal hin? Ich freue mich so auf diese Reise. Du sagst ja gar nichts. Ach, ich weiß nicht so recht. Tagelang auf dem Meer, so fernab der Zivilisation. Ja, aber zivilisierter als auf so einem Luxusdampfer geht's doch nun wirklich nicht. Und ärztliche Betreuung gibt's natürlich auch. So? Ja, die beste, die man haben kann. Und nach der medizinischen Versorgung in den Zielhäfen habe ich mich auch schon erkundigt. Ja, und? Das Reisebüro schickt mir heute alle Unterlagen über die Herzspezialisten. Es kann also gar nicht schiefgehen. Ganz schön tüchtig, Fiona. Aber das liebe ich an dir. Unter anderem. Oh, denk doch mal. Sonne, Meer, Wellen, Wind, ferne Länder, Abenteuer. Da durftest du doch voll in deinem Element sein, oder? Naja, schlecht klingt das alles ja nicht, zugegeben. Also? Es kann aber ganz schön gefährlich werden, Fiona. Aber ich habe dir doch gerade erklärt, dass für die medizinische Versorgung... Nein, ich meine etwas ganz anderes. Was machen wir, wenn es uns irgendwo so gut gefällt, dass wir gar nicht mehr zurück wollen? Ganz einfach. Dann bleiben wir eben da. Tja, ziemlich leer. Spiegeleier mit Ketchup? Besser als gar nichts. Ist kein Spektakel.
ist. Nee. Einkaufen wäre mal angesagt. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hallo. Aha, Spiegeleier, ja? Machst du jetzt für mich Milch? Ja, wenn du mir sagst, wie es geht. Stell dir halt nicht so an. Mach auch eins für Anna. Ach, du sag mal, wollen wir nicht heute Abend ins Kino gehen? Anna hat einen Job. Sie fängt heute Abend an. Babysitten. Echt? Ja, bei einer Kollegin von mir. Die ist richtig froh, dass das so schnell geklappt hat. Du doch auch, Anna, nicht? Ach, übrigens, sie bringt ihr Baby hierher. Ihr Mann ist Klavierlehrer und der hat Schüler heute Abend. Gehen wir heute ein andermal ins Kino, hm? Na toll. Also ich finde es so reizend, wie auf die Klavierlehrer Rücksicht genommen wird. Was hast du denn damit zu tun? Ich wohne hier, Iris. Es wäre sehr nett gewesen, mich mal zu fragen, bevor ihr ein brüllendes Baby seinen Abend verbringt. Oh, komm, Arno. Also schlimm wird's schon nicht werden. Du, wir haben drei von der Sorte großgezogen und überlebt. Ich habe schon viel Gutes über ihr Gestüt gehört, Herr von Einstetten. Es freut mich, dass wir endlich ins Geschäft gekommen sind. Und für uns ist das eine große Ehre. Wenn Sie, ja, wenn Sie den Pass überprüfen möchten. Das brauche ich drüben nicht. Nicht bei Ihnen. Herr von Einstetten besteht aber darauf. Es gehört einfach dazu. Schultochecho, Einstetti. Braun-weißer Stern. Auf der Stirn. Alles in Ordnung. Da kann man Ihnen wirklich nur viel Erfolg wünschen. Icarus ist ein erstklassiges Rennpferd. Meine Pferde rennen doch keine Rennen. Das wissen Sie doch. Ich habe gehofft, bei Icarus würden Sie eine Ausnahme machen. Er ist ein ausgesprochener Siegertyp. Komm, Icarus. Nochmals vielen Dank, Herr von Einstetten. Vielen Dank auch. Wollen Sie denn nicht einen Blick auf den Scheck werfen? Oh, das ist bei Ihnen nicht nötig, Herr Kajimoto. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Und der Bordarzt hat eine kardiologische Ausbildung, sagen Sie. Gut. Fabelhaft. Und bitte vergessen Sie nicht die Liste der Herzspezialisten und Kliniken in den Häfen. Ja, danke. Wie bitte? Ja, ja, ich hole die Unterlagen heute noch ab. Ich komme dann gleich vorbei. Vielen Dank schon mal. Hallo. Warst du schon lange hier? Nein, nein, ich bin gerade erst gekommen. Na ja, gut. Kann ich ja die Listen mit dir durchgehen. Fiona, was ist los? Bist du krank? Hm? Oder wozu brauchst du Ärzte? Später, ich habe jetzt keine Zeit. Wie? Ich denke, du wolltest gerade die Listen mit mir durchgehen. Die Reiseagentur wartet auf mich. Später. Findest du eigentlich, dass ich manchmal etwas kühl wirke? Kühl? Und würde ich nicht sagen. Nein? Wie dann? Eher eiskalt. Warum fragst du? Ach, nur so. Die gerissene Kaltblütigkeit gehört ganz einfach zu dir. Sie macht dich unverwechselbar, sonst wärst du ja nicht Clarissa. Du bist wirklich von erbarmungsloser Offenheit. Aber ich kann doch auch anders sein. Findest du nicht? Doch, natürlich. Noch kälter und noch rücksichtsloser. Du bist einfach ein gerissenes Aas, meine Liebe. Aber das macht dich ja gerade so sexy. Habe ich gerade richtig gehört? War das eine Liebeserklärung? Oh, was ist denn das? Jetzt werde ich aber eifersüchtig. Wer hat dir denn eine Liebeserklärung gemacht auf dem Teppich? Deine Fantasie will ich haben. Warum denn? Deine ist ja auch nicht schlecht. Christoph war es in jedem Fall nicht. Hallo, Clarissa. Oh. Verzeih, wenn ich störe, aber ich muss mit dir reden. Max, das ist eine Überraschung. Ciao, ja. Charlie. Ja, ich geh dann mal. Ciao. Ciao. Setz dich mal. Nun? Clarissa, ich muss dir leider mitteilen, dass ich bei der Eröffnung deiner Boutique nicht mitwirken kann. Das kann ich nicht glauben. Keine Sorge, Clarissa. Ich schicke dir meinen besten Mann. Er wird mich würdig vertreten. Es gibt keinen Ersatz für dich, Max. Eine zweite Garnitur.
Ich bin untröstlich. Darf ich dich fragen, warum du mich alleine lässt? Eine längere Reise. Eine Auslandsreise. Länger? Wie lange? Ich kann es im Moment noch nicht absehen, Clarissa. Du wirst dich jedenfalls darauf einstellen müssen, dass ich nicht zur Verfügung stehe. Aber kannst du deine Reise nicht anders legen? Es ist schließlich ein wichtiges Geschäft. Es tut mir leid, Clarissa, aber es geht nicht anders. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Total geil, die CD. Jamiroquai Live war aber noch geiler, sag ich dir. Da hast du echt was verpasst. Ja, es ging eben nicht, das weißt du doch. Und, hast du Bock, heute was zu machen? Bock schon, aber ich fürchte, es geht wieder nicht. Was nun? Anna ist babysitten. Wir brauchen Tiere, dringend Kohle. Und da schickst du deine Freundin babysitten? Du bist vielleicht ein Arsch. Lässt dich von deiner Frau aushalten, oder was? Ja, hast du eine bessere Idee? Soll ich die Schule schmeißen, oder was? Ja, wieso denn schmeißen? Die mittlere Reife hast du doch schon im Sack. Da kriegst du locker irgendwo einen Job. Außerdem, mit 16 ist nichts mehr mit Schulpflicht, weißt du doch, oder? Ja, schon. Na also, auf was wartest du denn? Ich weiß nicht. Ich dachte, ihr braucht drin Kohle. Und hier gibst du mal nicht ohne Maloche. Ja, denkst du, ich bin blöd oder was? Na und? Was und? Na, willst du nur einen Job oder nicht? Es ist vielleicht eine Überlegung wert. Ich kann auch mal mit dem Kiosk-Typ reden, wenn du willst. Vielleicht gibt er dir was. Das ist echt ein geiles Gefühl, niemand mehr nerven zu müssen wegen ein paar Mark. Also ich bin froh, dass es vorbei ist. Und? Wo bleiben die Gläser? Wo bleibt der Sekt? Wenn Christoph was davon erfährt, sind wir geliefert. Keine Sorge, wird er nicht. Ist doch eigentlich ein ganz gutes Geschäft für ihn. Für Icarus zahlt die Versicherung und er kriegt noch 50.000 für Indiana. Er hat Icarus geliebt. Ja, ja, klar. Ich fand's ja auch schade. Aber das Leben geht weiter. Und die Geschäfte auch. Und wenn er den Kaufvertrag für Indiana sehen will? Der Käufer hat sich halt so schnell entschlossen, dass keine Zeit mehr für den Vertrag blieb. Das ist in der Branche nicht unüblich. Na, und jetzt ist er über alle Berge und nicht mehr zu erreichen. Irgendwie ist mir nicht wohl dabei. Jetzt hör mir mal gut zu, Henning. Es ist alles in Ordnung. Icarus alias Indiana wird glücklich auf südfranzösischen Weiden stehen und keine Rennen laufen. Herr Kajimoto ist stolz, weil er glaubt, Icarus zu besitzen. Und Christoph kann sich doch auch nicht beklagen. Der Deal ist wasserdicht, Henning, glaub's mir. Dein Optimismus ist beneidenswert. Und bei dem Gewinn ist das ja auch keine Kunst. Hey, wir sind auch noch da. Das hier sind 200.000 Mark. 50.000 für deinen Vater und 150 für uns. Hm? Ist das nichts? Das kann ich leider nicht abstreiten. So ein unschuldiges Gesicht, aber so ein Biest. Auf Kajimoto-san. Apfelsaft? Reiswein hatte Christoph leider nicht vorrätig. Hallo. Hallo. Hast du Lust auszugehen? Henning, ich kann nicht. Das siehst du doch. Ach komm schon, du kannst doch nicht jeden Abend hinterm Tresen stehen. Erstens tue ich das nicht und zweitens habe ich heute keinen Bock auf Halligallia. Off Limits, Sophie Lewinsky, hallo. Hallo? War wohl nichts. Also was ist los? Gar nichts ist los. Ich habe keinen Bock. Hey, du bist doch sonst nicht so. Ja, aber heute. Gibt's Ärger mit deinem Bruder? Nein. Mit Fiona stimmt irgendetwas nicht. Sie hat sich im Reisebüro nach Ärzten erkundigt für ihre Kreuzfahrt. Komisch, oder? Sophie, wenn's was Ernstes wäre, dann hättest du schon früher was gemerkt. Ach ja? Und warum erkundigt sie sich nach Ärzten? Vielleicht will sie einen Arzt heiraten. Entschuldige. Es war sicher reine Vorsicht, die Frage nach dem Arzt. Sie denkt eben an alles. Eben. Gerade das beunruhigt mich ja. Brumm, brumm. Brumm, brumm, brumm. Guck mal hier. Willst du das nehmen? Eieieiei. Ja, ja. Guck mal, da haben wir noch eins. Da haben wir noch mehr. Ja, wer ist denn das? Mama. Ja, nee, die Mama ist zu Hause. Ne? Schau mal. Sag mal, könnt ihr nicht woanders Baby spielen? Hm? Nein, können wir nicht. Das Baby ist kein Baby, sondern heißt Max.
und der kriegt jetzt seinen Brei. Was hast du denn gegen das Kind? Ich? Was gibt's denn Feines? Grießbrei mit Maracuja. Oh, lecker. Guck mal, was wir jetzt hier haben. Wollen wir einen Latz anziehen? Guck mal, den schönen Latz, damit du nicht spuckst. Tja. Lecker. Mal sehen, ob dir das schmeckt. Bist du aber hungrig. Das geht musst du ein Baby denn essen? Oh, 6 Mal am Tag. Was, das ist nicht gut? Alle 4 Stunden, rund um die Uhr. Und wenn sie dann größer sind, so wie Max, nur noch 4 Mal. Na komm, weiter hier. Komm, einen Löffel für die Mama. Du kennst dich aber wirklich gut aus mit Kindern. No, jo. Hoffentlich werde ich das mit meinem Baby auch mal sehen. Ach, das schaffst du. Den eigenen ist eher einfacher. Ja. Meinen Sie? Ach, na ja. Frag mal meine bessere Hälfte. Ja, der war früher mal ganz verrückt nach Kindern. Jawohl, Wachse. Hallo Henning. Schön, dass sich jemand an mich erinnert. Du vermisst doch nicht etwa Christoph? Im Gegenteil. Kleine Trennungen tun jeder Ehe gut. Das wirst du noch früh genug merken. Was betrübt dir sonst die Sinne? Max Orbis. Ich werde einfach nicht schlau aus ihm. Und wieso nicht, wenn man fragen darf? Er lässt mich einfach sitzen. Ausgerechnet jetzt, wo wir gemeinsam die Boutiquen eröffnen wollten, geht er auf Reisen. Mhm. Will mir seinen Stellvertreter schicken. Als ob ich je mit Stellvertretern verhandelt hätte. Soviel ich weiß, plant er eine Kreuzfahrt mit Fiona. Wie bitte? Müssen Sie denn ausgerechnet jetzt verreisen? Wahrscheinlich schon. Sonst hätte Fiona die Reise bestimmt noch verschoben. Sophie glaubt nämlich, dass sie krank ist. Fiona hat sich nach der medizinischen Versorgung während der Reise erkundigt. Fiona krank? Das glaubst du doch selbst nicht. Diese Frau wird uns noch alle überleben. Das habe ich Sophie auch gesagt, aber warum sollte sie sich sonst nach Ärzten erkundigen? Für sich selbst bestimmt nicht. Max. Das ist es. Max braucht die Ärzte. Wieso Max? Max ist krank. Naja. Schau mal. Nicht schlecht, hm? Alles selbst verdient. Wenn du dich gut stellst mit mir, lade ich dich mal ins Kino ein. Komm, jetzt gib nicht so an. Das bisschen Kohle. Hey, komm, besser als nichts, oder? Ich muss euch was sagen. Wir hören. Es ist wichtig. Also, ich habe mich entschlossen, nur damit ihr es wisst, ich werde die Schule schmeißen. Bist du verrückt geworden? Was redest du denn da? Du kannst doch nicht einfach von der Schule abgehen. Doch, ich hab's mir genau überlegt. Ich werde was anderes machen. Und was bitte willst du machen? Na, ich gehe arbeiten. Arbeiten? Ja, die Jobs liegen ja auch einfach so auf der Straße rum. Ich hab schon was. Was denn? Bei Aki im Kiosk. Ich kann da jederzeit anfangen. Im Kiosk? Warum nicht im Zirkus? Wieso denn nicht? Ich kann eine Menge Kohle machen und es ist genau das Geld, was wir jetzt mit dem Baby brauchen. Mein Sohn, der Kioskverkäufer. Das ist genau das, wovon ich immer geträumt habe. Ja, mein Gott, was ist denn jetzt los? Frank! Was machst du denn hier? Ich denke, du wolltest gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Sophie, ich brauche dich. Du musst mir helfen.